Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Catch 22, der Titel meines Vortrags, ist auch der Titel eines Romans von Joseph Heller. Da geht es um einen Militärpiloten, der will keine Kampfeinsätze mehr fliegen, weil die Überlebensrate zu gering ist. Also geht er zum Arzt und sagt, hören Sie, bei diesen Einsätzen, die fliegt nur ein Verrückter, weil die Überlebensrate so gering ist. Ich habe das gemacht, also bin ich verrückt, also schreiben Sie mich bitte fluguntauglich. Und der Arzt sagt, sorry, der Umstand, dass Sie zu mir gekommen sind und diese Frage gestellt haben, die beweist, dass Sie eigentlich geistig gesund sind, weil Sie diese Gefahr einschätzen können. Also gehen Sie zurück und fliegen Sie diese Einsätze, die nur ein Verrückter fliegt. Also Catch 22 ist eine Kurzformel für eine Situation, die sich ergibt, weil es widersprüchliche Regeln gibt, die ineinander greifen, die zu keinem sinnvollen Resultat führen. Im Beschaffungsrecht ist es nicht immer so blutig, aber auch da gibt es Situationen, wo sich die verschiedenen Ziele und die Regeln einander ins Gehege kommen und zu Widersprüchen führen. Und es ist eine Aufgabe von Leuten wie mir, die diese Beschaffungen durchführen oder betreuen müssen, diese Widersprüche aufzulösen. Und mein Ziel ist, ein paar dieser Widersprüche und die Lösungen, die wir gefunden haben, aufzuzeigen und vielleicht Ihre Meinung einzuholen. Ist das der Weisheit letzter Schluss oder könnte man es auch anders machen? Ich möchte nach einer ganz kurzen Vorstellung die folgenden vier Dilemmata mit Ihnen anschauen. Wie gehen wir mit fehlerhaften Angeboten um? Wie gehen wir mit staatseigenen ICT-Anbietern um? Wie lösen wir die Probleme, die sich ergeben, wenn man einen Rahmenvertrag mit mehreren Partnern abschließt? Und wie grenzen wir Connects, ineinandergreifende Aufträge voneinander ab, beschaffungsrechtlich? Ganz kurz zu meiner Person. Sie haben das ja schon im Heft gesehen, da gehe ich nicht näher darauf ein, aber ich möchte doch kurz zum Amt, das ich vertrete, etwas sagen, weil im Gegensatz zum BBL kennt man das vielleicht in der Schweiz noch nicht so, damit Sie da auch ein bisschen die Größenordnung der Probleme einschätzen können, die wir haben. Wir sind das Informatikamt der Berner Kantonsverwaltung. Wir sind mit ungefähr 100 Leuten verantwortlich für 100 Millionen Franken im Jahr ICT-Ausgaben. Und die setzen wir ein, um die ICT-Grundversorgung der Berner Kantonsverwaltung sicherzustellen. Also, dass die Leute einen Computer haben, ein Windows, eine Infrastruktur, E-Mail, Netzwerke und die Fachanwendungen, die überlassen wir unseren Fachämtern. Wir sind auch das Fachamt für ICT und als solches für die Beratung, auch im ICT-Beschaffungsrecht zuständig. Und wir sind im Moment dabei, die erste vollprofessionelle Beschaffungsstelle im Kanton mit der Einkäuferin und Einkäufen aufzubauen, um zu sicherstellen, dass wir noch wirtschaftliche und wirksame ICT-Beschaffungen durchführen können. Ich möchte mit dem ersten dieser vier Dilemmata beginnen, dem Umgang mit fehlerhaften Angeboten. In der Praxis stellen wir fest, in fast allen Beschaffungsverfahren macht fast jeder irgendeinen Fehler. Also Unterschriften fehlen, Dokumente fehlen, die Gliederung stimmt nicht, die elektronische Fassung des Angebots fehlt. Und dann müssen wir entscheiden, wie gehen wir damit um. Denn das Dilemma ist, einerseits haben wir ganz klare Regeln. Es gilt die Formstrenge im Beschaffungsrecht. Es gibt eine Verordnung, die uns vorschreibt, wer wichtige Formvorschriften nicht einhält, der muss ausgeschlossen werden. Muss eine Frage der Gleichbehandlung, auch eine Vergleichbarkeit der Angebote. Wenn einem Angebot etwas fehlt, dann dürfen wir das nicht mit anderen Angeboten vergleichen. Und wir dürfen den Anbietern auch nicht unbeschränkt Gelegenheit geben, das nachzubessern, sonst ist die Gleichbehandlung verletzt. Auf der anderen Seite gibt es aber den Verfassungsgrundsatz des Verbots der überspitzten Formalismus. Das heißt, wir dürfen nicht formelle Regeln zum Selbstzweck werden lassen. Und wir müssen auch verhältnismäßig handeln. Denn wenn wir zum Beispiel in einem Verfahren, das ich vor kurzem betreut habe, mit 8 Anbietern, alles weltweit bekannte Beratungsunternehmen, 6 davon haben formelle Fehler gemacht. Also eigentlich hätten wir 6 von 8 Anbietern ausschließen können. Das wäre offensichtlich unverhältnismäßig gewesen, weil dann wären die nie mehr gekommen zu einer Ausschreibung von uns und wir hätten auch sicher nicht den besten Anbieter gehabt. Also wir müssen einen Mittelweg finden, wie wir mit dem umgehen können. Und wir müssen uns auch bekannt sein, wir sind hier eben im Catch-22, wir haben so oder so ein Beschwerderisiko. Denn wenn wir jemanden, der einen Fehler macht, ausschließen, dann riskieren wir eine Beschwerde von ihm. Wenn wir nicht ausschließen, der gewinnt dann die Ausschreibung, dann macht der Konkurrent möglicherweise Beschwerde, weil wir haben ihn nicht ausgeschlossen. Also, wir müssen eine Praxis finden, die irgendwie Sinn macht und die den widersprüchlichen Zielen Rechnung trägt. Und die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist, wir prüfen,
sind es Fehler, die keine Auswirkung haben auf das Gleichgewicht Preis, Leistung, Risiko. Weil diese drei Aspekte, die sind der Kern des Angebots. Und die darf man nicht nachbessern. Im Kanton Bern, im Ansatz im Bund, gibt es das Verhandlungsverbot. Das heißt, man darf über ein Angebot nicht mehr reden, darf es nicht mehr nachbessern. Solche Fehler führen also zum Ausschluss. Aber wenn es Fehler sind, die nicht diesen Kern des Angebots betreffen, wenn es eben zum Beispiel eine Unterschrift vergessen worden ist, dann setzen wir den Anbietern eine kurze Nachfrist, circa 3 Tage an, damit sie das nachbessern können. Das zweite Dilemma ist Umgang mit staatseigenen Anbietern. Wir haben diese Situation im Kanton Bern, weil uns gehört ein Informatikunternehmen, die BEDAG. Die gehört zu 100% dem Kanton Bern. Da gibt es ein Gesetz dazu und das schreibt vor, es gibt diese BEDAG und die erbringt marktwirtschaftlich ICT-Leistungen und arbeitet mit dem Kanton auf der Basis von Verträgen zusammen. Aber was im Gesetz nicht steht, ist, was gilt beschaffungsrechtlich. Also das ist nicht geregelt. Das hat man sich, soweit ich das rekonstruieren kann, damals gar nicht so groß überlegt, wo man die BEDAG gegründet hat. Die BEDAG war früher ein Amt der Verwaltung. Dann hat man sie ausgegliedert und zu einer AG gemacht. Und darum gibt es aus historischen Gründen noch sehr viele Aufträge, die nie ausgeschrieben wurden, die im Moment noch laufen. Und jetzt ist eben das sind vor allem Rechenzentrumsaufträge. Das Dilemma ist jetzt für uns, ja, was gilt da beschaffungsrechtlich mit unserem staatseigenen Anbieter? Wieso stellt sich die Frage? Ja, weil wenn der Staat etwas selber macht mit seinem eigenen Personal, dann ist es keine Beschaffung. Und das steht also nicht im Beschaffungsrecht. Ja, aber was gilt jetzt, wenn es ein Unternehmen macht, das 100% dem Kantons gehört? Das sind ja irgendwie auch Staatsangestellte, aber formell eben nicht. Das ist die erste Frage. Und dann die zweite Frage, ist es überhaupt sinnvoll, dass ein Auftrag an ein solches Staatsunternehmen dem Beschaffungsrecht untersteht? Rein von den Grundsätzen, die Frau Rey dargestellt hat, ist es natürlich die Antwort, ja, denn das gibt mehr Wettbewerbsdruck, wir haben mehr Angebote, wir haben einen größeren Wettbewerbsdruck auch auf den eigenen Anbieter, uns eine wirtschaftliche Leistung zu liefern. Wir haben Transparenz und wir haben natürlich auch das andere Ziel des öffentlichen Beschaffungsrechts, die Öffnung des öffentlichen Marktes für Konkurrenten. Da gibt es aber auch Argumente, die man anführen könnte, sagen, nein, eigentlich sollte es hier eine Inhouse-Regel geben. Zum Beispiel, der Gesetzgeber hat sich etwas überlegt, wenn er eine staatliche ICT-Firma gegründet hat, die für den Kanton schaffen, arbeiten soll. Also da muss man sich ja wohl auch etwas dabei überlegt haben, was ist dann der Sinn eines staatlichen Rechenzentrums, wenn dieses staatliche Rechenzentrum für jeden Auftrag mit der Privatwirtschaft konkurrieren muss. Es ist auch für uns als ausscheidende Stelle, stellt sich die Frage, wollen wir wirklich jeden Rechenzentrumsauftrag separat neu vergeben und das Risiko eingehen, dass wir dann 5 Rechenzentrumspartner haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist auch nicht effizient. Also müssen wir eigentlich das Ganze als Paket ausschreiben. Und das dann gibt es andere Probleme, die dagegen sprechen. Also wir haben uns das detailliert angeschaut und zum Schluss gekommen, die Rechtslage ist einfach zu unklar. Die Literatur sagt uns, in solchen Fällen wenden Sie die Regeln des Europäischen Gerichtshofes an, des EuGH. Die sind aber sehr kompliziert und sind auf diesen Fall sehr schwierig anzuwenden. Und es gibt noch keine Gerichtspraxis, also wir wissen nicht, wenn wir die EuGH-Regeln anwenden, die unter gewissen Umständen eben solche Inhouse-Beschaffungen ohne Ausschreibung erlauben, schützt das ein Gericht dann auch. Es gibt Ausnahmegründe, die hat Frau Rey auch schon erwähnt, die uns in bestimmten, gut begründeten Fällen die Möglichkeit eröffnen, ohne Ausschreibung zu vergeben. Aber in allen anderen Fällen, das ist die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, in allen anderen Fällen machen wir eine öffentliche Ausschreibung. Da muss sich unser Staatsunternehmen, jeder andere Anbieter, um den Auftrag bewerben. Es gibt Ausnahmen, wenn wir in Ausnahmefällen zum Beispiel der Meinung sind, aus Sicherheitsgründen kommt nur ein staatseigenes Unternehmen in Frage. Das ist ein Problem, das jetzt mit der ganzen Diskussion um die NSA-Affäre vielleicht noch etwas an Brisanz gewinnt. Daten, die so heikel sind, die wir wirklich in-house halten wollen, dann haben wir es auch schon gemacht, dass wir das im Amtsblatt ausgeschrieben haben, auf Sie mit dieser Begründung, das Vetorecht und das kantonale Recht erlauben uns, in Fällen, wo die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre, auf eine Ausschreibung zu verzichten. Bis jetzt hat das noch nicht zu einer Beschwerde geführt, aber wir setzen das nur sehr zurückhaltend ein. Das ist unser Weg, unser Kompromissweg, den wir versuchen, mit dieser besonderen Situation staatseigener Anbieter zu fahren. Das dritte Dilemma, Rahmenvertrag mit mehreren Partnern. Auch dazu haben wir schon kurz etwas gehört in den
bisherigen Referaten. Die Ausgangslage ist die, dass wir als Amt mit sehr vielen Projekten sehr häufig Bedürfnis haben, auf externe Unterstützung zurückgreifen zu können. Zum Beispiel, um spezielles Fachwissen beizuziehen oder um Belastungsspitzen zu brechen. Wenn wir jetzt für diese Aufträge, die oft über der Schwelle von 100.000 Franken sind, für die im Kanton Bern ein wettbewerbliches Verfahren durchgeführt werden muss, wenn wir jedes Mal ein Einladungsverfahren machen müssen, dann könnte das relativ gröbe Auswirkungen auf unseren Projektzeitplan haben. Und da stellt sich auch die Frage, ist das wirtschaftlich sinnvoll? Aber umgekehrt dürfen wir auch nicht in solchen Fällen einfach freihändig vergeben. Erstens aus rechtlichen Gründen und zweitens, weil es auch wirtschaftlich keinen Sinn macht, den Wettbewerb nicht spielen zu lassen. Und auch gerade im Dienstleistungsbereich ist beim Wettbewerb sehr viel rauszuholen, wenn man ihn spielen lässt. Unsere Lösung besteht jetzt darin, dass wir ähnlich wie das BIT oder das WBL Rahmenverträge ausschreiben und mit mehreren Partnern. Wieso mit mehreren Partnern? Weil wir wissen ja nicht ganz konkret, wann wir in den nächsten 3-4 Jahren welches spezielle Know-how brauchen, wie viele Leute wann. Es gibt keinen einzelnen Partner in der Schweiz oder sonst wo, der uns alle diese Eventualitäten abdecken kann, insbesondere weil wir ihm ja keine Abnahmegarantie garantieren können. Also müssen wir einen Pool haben von mehreren Partnern, aus denen wir dann im Rahmen der Laufzeit dieses Rahmenvertrags die Leute abrufen können, die für den bestimmten Auftrag, konkreten Auftrag geeignet sind. Damit stellt sich natürlich die Frage, nach welcher Regel rufen wir dann aus diesem Pool von Partnern den konkreten Leistungserbringer ab? Sie haben schon das Stichwort Minitender gehört in einem Vortrag von Herrn Fetz. Das ist die Lösung, die es in der EU gibt. Dort steht sie im Gesetz, darum machen Sie sie dort auch so. Das ist das System, wo dann die Partner dieses Rahmenvertrags, also diejenigen, mehreren Anbieter, die Ausschreibung für den Rahmenvertrag gewonnen haben, unter sich einen kleinen Wettbewerb machen, einen Minitender, und der Beste gewinnt dann. Und dieser kleine Wettbewerb unterscheidet dann weitgehend nicht mehr den Regeln des Beschaffungsrechts. Wir sind noch nicht so weit gegangen, weil wir sind davor, dass das BBL uns ein bisschen einen Winkelried spielt, da diese Methode ausprobiert und schaut, ob das funktioniert. Wir haben uns noch etwas enger an die klassischen Methoden des Beschaffungsrechts gehalten und haben gesagt, wenn wir einen konkreten Bedarf haben für Leistungen aus diesem Pool heraus, dann machen wir eine Anfrage an alle diese Partner. Und wenn dann mehrere für den konkreten Auftrag interessiert sind, dann gehen wir in der grundsätzlich immer gemäß der Reihenfolge der Bewertung. Also derjenige, der in der Ausschreibung die beste Bewertung erhalten hat, bekommt dann den Einzelauftrag. Wir haben uns aber in Ausnahmeausbedingungen und auch in den Verträgen und in der Ausschreibung festgehalten, wir erlauben uns im Einzelfall, wenn einer wirklich besser, objektiv besser geeignet ist für einen Auftrag als derjenige, der in der Bewertung der Beste war, dann erlauben wir uns von dieser Bewertungsreihenfolge abzuweichen. Das ist ein bisschen ein Durchbrechen des Grundsatzes, wonach eben der Zuschlag auch definitiv festlegen sollte, wer gewinnt. Aber wir haben uns jetzt noch für diese Methode entschieden, weil uns die Methode des Minitenders noch ein bisschen zu unerprobt ist. Wir erlauben uns aber in Zukunft, wir werden es beobachten, vielleicht werden wir in dem nächsten Umgang auch auf diese Methode der Minitender umstellen. Das vierte Dilemma, das ich mit Ihnen ganz kurz ansprechen möchte, konnexe Aufträge, nur ganz kurz, weil die Zeit da zu Ende ist. Schwierig ist es, Aufträge greifen ineinander in der ICT. Man beginnt mit einem kleinen Auftrag und dann wird ein großes Projekt drauf. Wir dürfen aber gemäß der Gesetzgebung nicht diese Aufträge künstlich aufteilen, das Beschaffungsrecht zu umgehen. Welche Regeln gelten da auch da? Die Gesetzgebung ist nicht wahnsinnig konkret. Unsere Regel, die wir anwenden, ist, wir versetzen uns in die Situation eines vernünftigen privatwirtschaftlichen Unternehmens und überlegen uns, hätte der aus guten Gründen einen Auftrag als Paket vergeben oder hätte er auch eher aus guten Gründen einzelne Aufträge vergeben, auch wenn sie ineinander greifen. Und um teure Abhängigkeiten zu vermeiden, die sich eben daraus ergeben, dass man zuerst aus einem kleinen Projekt in der Art Salamitaktik eine Riesenoperation erhält, versuchen wir so gut wie möglich das zu antizipieren und wenn möglich schon als Option in einer Ausschreibung aufzunehmen, damit wir nicht auf freihändige Vergaben zurückgreifen müssen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und mich würde es vor allem Ihre Meinung und Ihre Fragen interessieren.
Ja, vielen Dank. Die Zeit ist sehr gut eingehalten. Wir werden nachher übrig Zeit für viele Fragen haben. Ja, apropos Fragen. Gibt es im Saal Fragen an Herrn Fischer? Ja. Luc Magnonin, juriste au Centre d'achat de l'État de Genève. Je n'ai pas bien compris pour votre troisième dilemme. Vous parliez de... vous sélectionniez... J'ai d'abord compris qu'il y avait un appel d'offres. On sélectionne un adjudicataire et qu'après, par la suite, ce n'est pas forcément celui-ci qui va exécuter tout le service dans tous ses détails. Mais je ne comprends pas très bien ce quelle base légale vous permet de déroger à l'adjudication initiale, à l'adjudicataire A, par exemple. Wir rationalisieren das so, das sind die Spielregeln, die haben wir in der Ausschreibung festgelegt. Wir haben in der Ausschreibung festgelegt, grundsätzlich rufen wir aus diesem Pool von Anbietern, die einen Zuschlag erhalten haben, denjenigen ab, der ein Interesse hat an der Ausführung des konkreten Auftrags. Es gibt auch Situationen, wo der Bestbewertete momentan gar keine Leute frei hat, die den Auftrag ausführen können, und der an der Reihenfolge zu oberst ist, der Bewertung der Angebote in der Ausschreibung. Aber um eine minimale Flexibilität zu halten, haben wir in der Ausschreibung als Spielregel vorgehalten, wir erlauben uns in begründeten Fällen davon abzuweichen. Und wir haben es rechtlich abgesichert durch einen rechtsmittelverzichtenden Verträgen. Das heißt, so stellen wir sicher, dass sich die Frage der Anfechtbarkeit dieses einzelnen Abrufs gar nicht stellt. Und wir haben diese Ausschreibung mit 40, 50 Anbietern durchgeführt und keiner hat ein Problem damit gesehen. Also solange wir das fair anwenden, denke ich, ist das machbar. Der Vorteil der Lösung Mietender wäre natürlich, dass es noch ein bisschen transparenter wäre, aber dann hätten wir auch den Nachteil, dass man sich immer wieder in den Wettbewerb stellen muss. Und was da Vor- und Nachteile sind, das muss die Erfahrung wohl noch zeigen. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für einige Fragen. Aber ich denke, es ist alles klar. Ich hätte vielleicht auch noch eine Frage. Wie geht der Kanton damit um, mit Sachen, die nicht vorsehbar sind? Wie zum Beispiel Wartungsverträge, zum Beispiel Softwarehersteller, wo die Lizenzen laufen, die Struktur der Lizenzen geändert werden und dann am Schluss die Rechnung immer steigt von Jahr zu Jahr. Wie geht da im Beschaffungswesen der Kanton damit um? Zunächst versuchen wir, solche Probleme zu antizipieren, und zwar dadurch, dass wir, wenn wir ein ICT-System einführen, wir nicht nur den Preis für die eigentliche Einführung, für den Kauf bewerten, sondern wir machen eine Total Cost of Ownership-Betrachtung, das heißt eine Gesamtkostenbetrachtung, wir lassen uns den Preis für den Betrieb, für die Wartung, für die Lizenz, für den Support, für die ganze prospektive Lebenszeit der Lösung offerieren. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir eine Softwarelösung 8 Jahre im Einsatz haben wollen, dann wollen wir im Angebot auch die Lizenzkosten, den Support, die Wartungskosten für diese 8 Jahre offeriert haben und das dann in die Preisberechnung einfließen lassen. Das ist, wenn in den Situationen, wo das nicht möglich ist, zum Beispiel, wir aus irgendwelchen Gründen freihändig vergeben müssen, dann wird es natürlich im Einzelfall uns vorbehalten, wenn die Kosten aus dem Ruder laufen, das Ganze halt zu sagen und neu auszuschreiben. Aber das ist natürlich dann auch eine Frage der Marktsituation, inwieweit das überhaupt möglich ist. Kann ich diese Klausel Ausnahmefall oder Dringlichkeit nutzen? Jetzt sehe ich nicht den Zusammenhang zwischen dieser Ausnahmeklausel und der Frage der steigenden Kosten. Ja, um diese Kosten zu zahlen, müsste ich entweder neu ausschreiben oder freihändig vergeben. Also die Dringlichkeit ist nach der Doktrin nur dann anzurufen, wenn es eine unvorhersehbare Dringlichkeit ist. Und wenn wir jetzt wirklich eine Situation hätten, wo wir nicht genügend Zeit hätten für eine Neuausschreibung, dann könnte das sein, aber wenn es nur in Anführungszeichen ein finanzielles Problem ist, wenn uns die Wartungskosten zu hoch sind, dann wird sich daraus in der Regel noch keine genügende Dringlichkeit ergeben, die uns erlauben würde, uns nicht die Zeit, die 6 Monate oder so zu nehmen, die wir für eine Ausschreibung brauchen. Also in solchen Fällen eher nein. Okay, danke schön.
sonst würde ich da das Geschenk hier auch übergeben. Vielen Dank, Herr Fischer. Danke.